Sie auf dem Bild drauf, mit genötigem Abstand dann. Also seitlich anordnen, hinter. Ja, könnt ihr euch auch links und rechts stehen und danach wechseln. Genau. Gehen Sie ruhig auch ein bisschen mit drauf auf dem Bild. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz in der Bayerischen Staatskanzlei. Über den aktuellen Sachstand zum Thema Coronavirus informiert Sie Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Innenminister Joachim Herrmann und Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Herr Ministerpräsident, bitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbürger und Mitbürger, heute wieder neue Informationen. Die Lage ist weiter sehr, sehr ernst. Deswegen gibt es keinen Anlass, in Deutschland oder in Bayern darüber zu reden, dass es Entwarnung gäbe. Es gibt keinen Anlass, falsche Hoffnungen zu wecken. Und es ist keine Zeit für einen vorschnellen Exit oder entsprechende Debatten. Deswegen ist die Botschaft von heute, auch wir in Bayern müssen die Maßnahmen, wie die meisten Bundesländer, verlängern, aber nicht verschärfen. Wichtige Botschaft des Tages, wir verlängern die Maßnahmen ebenso im Geleitzug, wie der Bund es vorgegeben hat. Bis 19.04. werden die Maßnahmen, alle, die in Bayern getroffen sind, verlängert. Aber es gibt keine Verschärfung. Bayern ist nämlich besonders stark betroffen, mit Baden-Württemberg mit Abstand am stärksten mittlerweile in Deutschland. Die Grenze zu Österreich und Italien ist einfach der Hauptrisikofaktor gewesen, insbesondere das Argument der Skifahrer und derjenigen, die beim Skifahren waren, ist bei uns sehr treffend. Die heutigen Zahlen sind so, wir haben derzeit 14.437 Fälle in Bayern, Infektionen, das sind plus 1.174 neu seit gestern. Dabei ist die überwiegende Zahl, die überwiegende Anzahl der Infektionen ist derzeit zwischen 35. und 60. Lebensjahr. Leider wieder viele Tote. Insgesamt sind es jetzt 23 mehr. Das sind 133 Todesfälle. Jeder Einzelne tut unglaublich weh. 90% derer davon ungefähr sind übrigens über 60 oder mit entsprechenden Vorerkrankungen zu sehen. Aber keine Entwarnung, es gibt auch jüngere Fälle, die betroffen sind. Wenn man den Vergleich der Sterblichkeitsrate macht, beispielsweise zu Italien, dann ist der Vergleich so zu sehen, dass in Bayern 0,84 pro 100.000 ein Sterbefall ist, in Italien zum Vergleich pro 100.000 15,1. Die Zahl der Genesenen sei auch vermerkt, die wir derzeit haben, sind 1230. Das heißt, wenn man das Infektionsgeschehen und die Zahlen zusammennimmt, bleiben sie immer noch hoch. Es ist immer noch eine exponentielle Entwicklung. Aber es ist ein ganz leichter Trend erkennbar. Die Kurve der Infektionen flacht etwas ab. Vor den Maßnahmen oder ohne die Maßnahme, die wir getroffen haben in Bayern und viele andere, war die Verdoppelung alle 2,8 Tage. Jetzt ist sie fast auf 5 Tagen angewachsen. Also vorher war die Verdoppelung in deutlich kürzerer Zeit, als es jetzt der Fall ist. Zum Vergleich, wenn man das nochmal nimmt, vor den Schulschließungen hatten wir eine tägliche wachsende Infektionsrate um fast 25%, seit allein den Schulschließungen rund im Durchschnitt um die 17%. Und wir hoffen, dass sich die Beschränkungen, die wir jetzt getroffen haben, die seit einer Woche gelten, auch weiter wirksam zeigen. Alles, was wir jetzt an Infektionen haben, sind alles Auswirkungen noch von vor 2, 3 Wochen. Das heißt, es gibt eine entsprechende Zeitverzögerung. Das heißt, wenn man noch mal runterrechnet, wir hätten jetzt ohne die Maßnahme, die wir getroffen haben, schon rund 5.000 Fälle mehr in Bayern. Das heißt, es wirkt, es ist notwendig und es muss auch fortgesetzt werden. Die eigentliche endgültige Beurteilung über die Wirksamkeit und die Fortsetzung der entsprechenden Maßnahmen können wir am Ende wahrscheinlich erst Mitte April treffen. Wir haben uns vereinbart unter den Bundesländern, dass wir dies zusammentun. Da braucht es auch eine nationale Auswirkung. Deswegen ist wichtig, dass wir an der Stelle keine Sorglosigkeit walten lassen. Dass wir nicht zu schnell, obwohl ich viel Verständnis dafür habe, dass man sich wünscht, schneller wieder frei leben zu können, komplett frei leben zu können, das könnte dramatische Folgen haben. Eine Exit-Debatte, so verständlich sie sein mag, ist jetzt zur Unzeit. Das ist wie bei anderen Krankheiten, wer zu früh aufsteht, riskiert einen ganz massiven Rückfall. Was ich aber allen sagen kann, alle, Bund und Länder,
Wir in Bayern, aber auch wie der Bund, sind ständig in Kontakt. Wir haben alle Entwicklungen im Blick und haben alle Zeitachsen im Kopf. Wir denken natürlich über alle Formen der Alternativen nach. Es gibt ein ständiges Update und die Weiterentwicklung. Nur aus jetziger Sicht können wir erst dann von einer Wirksamkeit sprechen, wenn sich die Kurve deutlich verflacht, die Zahl der Infektionen prozentual deutlich abnimmt, um dann wieder das normale Containment-System zu machen, so wie es in der Firma Webasto dann der Fall war. An dem Zeitpunkt gelang es, wenn sich alle erinnern können, noch mal ganz gut, die Fälle dann so zurückzuverfolgen, Infektionsketten zu brechen, dass am Ende eine weitere Verbreitung nicht möglich war. Deswegen noch einmal, wir werden es morgen im Kabinett endgültig beschließen, aber heute schon die Ankündigung in Rücksprache mit allen Kabinettsmitgliedern. Die Empfehlung, alles, das gilt für Gastro, für Einzelhandel, für alle Bereiche, diese Maßnahmen bis zum 19.04. einschließlich fortzusetzen. Ich sage ein ausdrückliches Dankeschön. Dankeschön allen, die mithelfen. Auch danke für das Verständnis. Es verhalten sich viele ganz großartig. Wir haben natürlich auch etliche Verstöße bemerkt. Wir werden bei der Ahndung der Verstöße natürlich sensibel agieren. Das ist für uns ganz wichtig, diese Sensibilität zu zeigen. Aber einige haben es am Wochenende schon wieder übertrieben. In der Relation zu 13 Millionen Menschen sind es wenige. Aber es waren auch auffällige. Wir alle müssen gutes Beispiel setzen und kein schlechtes. Ich weiß, dass in diesen Tagen das auch eine psychische Auswirkung für viele Einzelne ist. Deswegen wird das Sozialministerium auf seinen Plattformen zusammen auch mit den Kirchen und vielen, die im sozialen Bereich tätig sind, nochmal bewusste und intensive Angebote für Ältere, aber auch einsame Menschen treffen. Meine Empfehlung daneben, einfach mal wieder anrufen bei Verwandtschaft. Skypen, digitale Möglichkeiten nutzen. Jeder freut sich über den Anruf. Man muss nicht nur hinfahren, man kann auch viel digital nutzen. Wir werden in der Woche übrigens auch noch mal mit den Kirchen ein Gespräch führen, uns bedanken für die Bereitschaft der Kirchen, den Mut, den sie uns entsprechend spenden. Alle Maßnahmen, die wir treffen, sind immer nach dem Primat ausgegeben, was medizinisch nutzt. Wir hören ja von allen Virologen in Deutschland und darüber hinaus, dass Deutschland und auch Bayern die richtigen Maßnahmen getroffen hat. Die Alternativen, die denkbar gewesen wären, haben woanders nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil, sie hätten dramatische Auswirkungen. Und wir achten auch, dass juristisch alles immer verhältnismäßig bleibt. Wir haben ja erste Entscheidungen erlebt des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs. Wir werden auch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof diesen Stunden dann hören, wie Sie über die Maßnahmen denken. Wir überprüfen es juristisch und gesellschaftlich mit unserer Monitoringgruppe, indem wir zwei ehemalige Oberlandesgerichtspräsidenten und Frau Breit-Kessler vom Ethikrat bitten, alles zu evaluieren, über die jeweiligen Verhältnismäßigkeiten immer wieder zu reden und überprüfen das. Im Moment geht es tatsächlich um den Schutz von Leib und Leben. Es gibt auch international keine andere Alternativstrategie, die nur annähernd die Chance hätte zu wirken. Aber wir achten auf die Verhältnismäßigkeit. Und da wir heute keine Verschärfung machen, sondern nur eine Verlängerung der Maßnahmen, bleibt es auch gewährt. Parallel zu den Entscheidungen des öffentlichen Lebens wird mit Hochdruck das Gesundheitssystem weiter hochgefahren. Ich selbst habe, wie die Gesundheitsministerin und viele andere, vor allem der Innenminister auch, der für den Katastrophenfall ja zuständige Koordinator mit ist, haben wir verschiedene Videokonferenzen gemacht mit den Kliniken, Videokonferenzen gemacht mit Unikliniken, um auch im Gespräch mit den jeweiligen Entscheidern vor Ort zu sein. Die Struktur steht in Bayern. Der Krankenhausplan verfolgt das klare Ziel, Überlaufkapazitäten so zu entwickeln, dass, wenn irgendwo zu viele Intensivbetten belegt sind, eine Verlegung, ein Transport in andere entsprechende Häuser und freie Plätze organisiert werden kann. Und es klappt. Wir haben dazu das Modell der 26 Hilfskrankenhäuser schon auf den Weg gebracht. Das heißt, im konkreten Fall, wenn die normale Versorgung nicht reicht, wenn es nicht reicht, über die Unikliniken einen Ausgleich zu machen, die Privatkliniken, die Reha-Kliniken, können insbesondere ehemalige, alte, auch geschlossene Krankenhäuser schnell reaktiviert und entsprechend genutzt werden. Parallel dazu findet die intensive Verzahnung mit den Ärzten statt. Wir haben jetzt pro Landkreis einen Versorgungsarzt etabliert, der Ansprechpartner auch in der Organisation der einzelnen Praxen ist, der Ärzte vor Ort, und es in Kombination mit dem jeweiligen Landrat oder Oberbürgermeister zu treffen. Wir haben dazu neben dem allgemeinen Hochfahren auch noch besondere Hotspots in Bayern. Dies muss man erkennen und da muss man auch helfen. Das ist neben Tirschenreuth, vor allem Rosenheim, Miesbach und Erding. In diesen betreffenden Gebieten werden wir zusätzliche Hilfe schicken und anordnen. Dazu können mehr Ärzte, zum Beispiel in Rosenheim, bis zu 10 neue Ärzte. Es werden entsprechende Verlegungen bereits jetzt geprüft auf entsprechende Ausweichkapazitäten in Krankenhäusern. Wir werden deutlich mehr Tests auch vor Ort machen, um dort die entsprechenden Möglichkeiten zu haben, schneller und bessere verfolgbare Infektionswege zu ermitteln.
Wir werden mehr Personal nochmal zusätzlich in die Gesundheitsämter schicken. Dazu gehört auch, dass wir insbesondere bei der Rückverfolgung der Infektionsketten sogar Kräfte der Polizei nehmen, die dann die entsprechenden Möglichkeiten haben, das zumindest in der Anleitung und Anweisung noch mit ihren Erfahrungen zu verbessern. Und wir geben deutlich mehr Material auch hin, also Material, was Atemgeräte betrifft und zusätzlich auch Masken, denn wir wollen zum Beispiel in Altenheimen in den betreffenden Regionen eine generelle Masken- und Schutzpflicht dort etablieren. Und last not least, Betroffene, Infizierte werden die Möglichkeit erhalten, in den besonderen Gebieten Selbstquarantäne nicht nur zu Hause, sondern sogar in Reha-Kliniken anzunehmen, um dort entsprechende Infektionsketteneindämmungen zu machen. Generell verstärken wir weiter das Personal. Nicht nur in den Gesundheitsämtern, die wir jetzt auf 800 schon aufgebaut haben, sondern wir werden bis zu 3.000, einen Stab von 3.000 Personen aufbauen, die insbesondere auf Dauer auch wichtig sind. Denn egal, wie es weitergeht, wir müssen die Rückverfolgung der einzelnen Infektionsbereiche richtig machen. Dies gilt übrigens ja auch für das Modell, das auf Bundesebene diskutiert wird, eines Tracking-Tracing-Systems über eine digitale App, was wir freiwillig für sehr sinnvoll halten, dass man so etwas macht. Wir werden parallel dazu 3.000 Leute aufbauen. Dazu werden wir vornehmlich zum Beispiel die gesamten Anwärter bei uns im Beamtenverhältnis nehmen, außer der Polizei. Wir haben sehr viele junge, hervorragende Kräfte, die jetzt hier anstellen, Beamte in Bayern zu werden und deren Ausbildung wir natürlich insgesamt fortsetzen, aber die jetzt für diesen Bereich hervorragend in den nächsten Monaten gut zum Einsatz kommen könnten. Und wir können uns auch gut vorstellen, dass alle Statistikkapazitäten, wie beim Landesamt für Statistik, genutzt werden. Deswegen, Herr Innenminister, haben wir heute noch mal besprochen mit dem Bund, dass der Zensus, den Europa für dieses Jahr macht, einfach mal ein Jahr verschoben wird. Kein Mensch muss in diesem Jahr eine Volkszählung machen und Volkszählungen machen, wenn wir insgesamt lieber zählen müssen, wer hat beispielsweise Infektionen und muss da an der Stelle unterstützt werden. Ein Engpass ist und bleibt das Material. Das muss man einfach so anmerken. Und zwar, das gilt für Krankenhäuser, das gilt natürlich auch für Arztpraxen. Und wir werden auf Dauer auch die Debatte darüber bekommen, auf lange Sicht, wie ist es mit der Bevölkerung, die ja auch danach nachfragt. Wir sind hier in enger Abstimmung mit dem Bund. Mein ausdrückliches Dankeschön. Die Zusammenarbeit mit dem Bund wird täglich besser, aller Länder zusammen. Es gibt tägliche Schalten. Gerade bei dem Thema Material ist es deutlich besser geworden. Wir haben allein am Wochenende insgesamt wieder 1 Million neue Masken bekommen, sowohl aus Eigenbestellungen, die wir haben, als auch von Unterstützung des Bundes, die schon jetzt verteilt sind. Nur, dass man einmal weiß, um was es da geht. Diese Masken werden mittlerweile mit Polizeibegleitung geholt, werden auch polizeilich bewacht. Und wir werden auch insbesondere, was die Kripo betrifft, ansetzen, dass alle, die da so Geschäfte damit machen wollen, mit Masken und Maskenhandeln, auch entsprechend bestraft und verfolgt, zumindest auch ins Visier genommen werden. Was wichtig ist, wir haben die Materialien des Bundes, die werden weiter verstärkt. Wir haben die Materialien, die wir selbst beschaffen. Dazu haben wir noch mal eine eigene Beschaffungsunit etabliert, wo wir Profis dazu nehmen, Profis beispielsweise von der Messe München oder auch Kapazitäten Flughafen, also Einkaufsexperten, die international verwoben sind und die uns entsprechend beraten und stärken können, um das zu verbessern. In dem Zusammenhang haben wir uns auch selbst bemüht, noch um unsere Industriepartner. BMW hat bereits uns sehr stark unterstützt. Ich darf Ihnen verkünden, dass auch Siemens nach Gesprächen, die wir geführt haben, die ich persönlich geführt habe, jetzt schaut, dass es 1 Million Masken pro Woche für Deutschland zur Verfügung stellt, was ein wichtiges Signal ist, damit wir maximale Kapazitäten nutzen, sowohl was den Einkauf international betrifft, als auch, das ist mir ganz wichtig, auch vor Ort. Es gilt übrigens für Masken wie für Atemgeräte. Wir brauchen eine Umstellung. Wir brauchen jetzt eine Umstellung von Produktionskapazitäten auf diese Notfallwirtschaft, die speziell für Atemgeräte und die auch für Gesundheitsfragen ist, wie beispielsweise die Masken. Es muss doch möglich sein, dass in unserem Land die Produktionskapazitäten deutlich erhöht werden. Deswegen braucht es da, und der Bund ist dran, nationale Notfallpläne. Wir in Bayern haben das. Wir hoffen sehr, dass die Zertifizierung, was die Masken betrifft, Hubert Aiwanger, rasch stattfinden kann. Deswegen ist auch wichtig, dass man auf nationaler Ebene nicht nur Kapazitäten ordert, sondern Verfahren beschleunigt. Wir können, das gilt dann übrigens auch für Impfstoffe und Ähnliches mehr, wir können nicht die gleiche Dauer von Zeitachsen haben, die wir normalerweise in ganz normalen Zeiten hätten. So. Wir haben also heute die klare Botschaft: verlängern, aufrüsten des Gesundheitssystems, nicht verschärfen. Ich bekomme übrigens täglich Briefe. Erst vor wenigen Minuten eine zehnjährige Schülerin, die mir geschrieben hat und mich ausdrücklich gebeten hat, weil sie den Auftrag hat, einen Aufsatz zu schreiben, hat mir einen Brief geschrieben: bitte verlängern Sie
Bitte verlängern Sie die Ausgangsbeschränkungen. Wir machen das so. Der kleinen Julia kann ich das an der Stelle, die sie mir den Brief geschrieben hat, ausdrücklich noch mal sagen. Wir tun das jetzt. Wir wissen auch, dass es keine leichte Zeit für unsere Menschen ist. Das weiß ich schon auch. Ich weiß, dass es Beschränkungen immer wieder Auswirkungen haben, auch psychische. Der eine oder andere ist jetzt schon ein bisschen in der Lagerkoller-Mentalität. Ich darf Ihnen nur eines versichern. Es ist notwendig. Es ist keine Maßnahme des Staates, die übervorsichtig ist. Sondern wir handeln wirklich im Einklang mit dem, was uns Experten empfehlen und das, was wir auch persönlich für verantwortbar halten. Wir handeln wirklich nach bestem Wissen und Gewissen. Wir sind rund um die im Einsatz. Wenn ich allein sehe, was wir am Wochenende haben, keiner von uns hat am Wochenende Pause. Wir sind in täglichen Schaltkonferenzen, zum Teil mehrfach, um Dinge abzugleichen, Abläufe, die in normalen Zeiten ganz einfach wären, zu optimieren und zu wissen auf Knopfdruck, wo ist welche Maske, wo ist welches Bett, wo ist welcher Patient, um ihn zu unterstützen und die Versorgung zu verbessern. Unser Team steht, das bayerische Team steht, wir stimmen uns täglich ab, auch mit dem Bund. Da noch mein Dankeschön dafür. Auch mit anderen Bundesländern wie Saarland oder auch Baden-Württemberg. Vor wenigen Minuten habe ich mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten ausdrücklich telefoniert und wir stimmen uns da eins zu eins ab. Ich weiß, das ist eine schwere Zeit. Am Anfang des Jahres haben manche von den goldenen 20ern geredet. Das kann man nun wirklich im Moment nicht sagen. Sowas hat keiner je gedacht. In keiner Neujahrs- oder Weihnachtsansprache hat es irgendjemand so auf dem Schirm gehabt. Aber wir können uns ja nicht wegducken. Sondern wir müssen diese Prüfung bestehen. Es gibt dazu, jedenfalls aus meiner Sicht, keine andere Möglichkeit, sich dieser Verantwortung zu stellen. Bleiben wir geduldig. Wir kommen da durch. Wir bestehen diese Prüfung auch am Ende. Wir werden diese Zeit auch überbrücken, bis hoffentlich irgendwann die Impfstoffe da sind und wir insgesamt so uns entwickelt haben, dass wir ein normaleres Leben wieder führen können. Aber jetzt ist wichtig, genau jetzt, dass wir diese Herausforderung meistern und nicht zu früh aufgeben, oder zu früh wieder sorglos werden. Und an alle Kolleginnen und Kollegen im politischen Umfeld appelliere ich dringend, genauso im Verbund zu bleiben wie bislang. Es ist wirklich nicht die Zeit, andere Themen zu diskutieren als diese entscheidende Herausforderung. Wie besteht unser Volk? Wie bestehen die Menschen in Deutschland diese schwere Prüfung? Und wie verhindern wir Tote? Wir verhindern Tote, das muss unser Ziel sein. Wir müssen Leben retten und damit ein Stück weit auch die Lebensweise unseres Landes. Die bayerische Staatsregierung, alle, die hier versammelt sind und darüber hinaus, und ich auch ganz persönlich, stehen da fest an ihrer Seite. Das darf ich Ihnen zu 100% versprechen. Wir machen nichts anderes. Wir haben schon genügend Schlaf, aber das ist kein leichter Schlaf, den man hat, weil wir, wenn wir aufmachen, gleich nach den ersten Zahlen fragen, nach den neuen Entwicklungen. Und jeder kleine Hoffnungsschimmer gibt uns Optimismus und jeder Rückschlag, den wir haben, bedeutet nur, dass wir uns noch mehr anstrengen, für Sie zu arbeiten. Also bitte bleiben Sie gesund. Und versuchen wir, gut über die Zeit zu kommen. Vielen Dank. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann verkünden, dass die bayerische Wirtschaft ihrem Versorgungsauftrag gerecht werden kann, dass nach wie vor die Lebensmittelversorgung gesichert ist, dass die kritische Infrastruktur funktioniert, dass die Wasser-, Energie- und sonstige Versorgung nicht in Engpässe hineinmarschiert. Wir haben gerade ja im Treibstoffbereich ausreichende Vorräte und ausreichende Produktion. Also es wird keine Engpässe geben auf absehbare Zeit. Wir haben hier ein Kontrollsystem installiert, um mit einer 10-Tages-Vorausschau ständig zu prüfen, ob irgendwo Dinge knapp werden. Zuletzt war die Meldung, dass Verpackungsmaterial teilweise knapp werden kann. Den Dingen gehen wir nach, aber es scheint alles lösbar zu sein. Wir müssen hier eben auf Sicht fahren und müssen früh genug Probleme erkennen, bevor sie sich überhaupt auswirken. Nächster Punkt, der die Menschen beschäftigt, ist das Thema der Soforthilfen, der Liquidität auf die Schnelle. Bayern hat ja als erstes damit begonnen, Soforthilfe an die Bevölkerung auszubezahlen. Wir haben hier mittlerweile 200.000 Anträge mit einem Umfang von 1,5 Milliarden auf dem Tisch liegen und über 200 Millionen davon ist schon angewiesen zur Auszahlung. Also über 200 Millionen kommen oder sind schon angekommen auf den Konten der Bürger. Ab morgen wird das System nochmal deutlich beschleunigt und verbessert. Ab morgen werden alle Sätze nochmal angehoben. Etwa nach der Kabinettssitzung um 13 Uhr versuchen wir, das technisch draufzuschalten. Dann gibt es für bis zu 5 Mitarbeiter 9.000 Euro, für bis zu 10 Mitarbeiter 15.000 Euro, für 11 bis 50 Mitarbeiter 30.000 Euro und für 50 bis 250 Mitarbeiter 50.000 Euro an Soforthilfe, die nicht zurückbezahlt werden muss,
die aber daran gebunden ist, dass eben die Liquidität knapper wird. Also nicht Geld für alle, sondern wirklich für die, die es benötigen. Und wir sind damit auch jetzt technisch so weit, dass wir ab morgen die Verfahren weiter beschleunigen können und diesen Berg an Anträgen schneller abbauen können, um hier schnell Geld zu den Menschen rauszubekommen. Ein kleiner Engpass ist ja immer noch das Thema der Bankdarlehen, aber auch hier sind bereits viele tausend Bankaktionen getätigt, dass eben Unternehmen auch Bankkredite, Stundungen und dergleichen bekommen. Aber hier ist leider das jetzige Bankensystem nicht krisenfest aufgestellt gewesen, weil eben viele Regulatorien über die Bankenregulatorik, über Brüssel, über Berlin, den kleinen Banken so viele Vorschriften macht, dass die nicht schnell und ohne gründliche Prüfung hier überhaupt Kredite ausreichen dürfen. Das versuchen wir gerade zu öffnen und ich hoffe, dass der Bund hier auch die Dramatik erkennt, damit auch die Banken hier sehr schnell ihren Beitrag wieder leisten können, die Dinge zu beschleunigen und Geld in die Betriebe hineinzubekommen, damit die überleben und nach der Corona-Zeit auch wieder voll durchstarten können. Thema Material, der Herr Ministerpräsident hat es angesprochen. Wir sind mittlerweile in der Eigenproduktion von Masken deutlich nach vorne gekommen, sind also hier schon deutlich über 10.000 am Tag Eigenproduktion. Ich danke auch all den Selbsthilfenähern draußen, die mit unserer Unterstützung über die Landratsämter Masken nähen. Wir haben hier Material, um zeitnah 10 Millionen Masken zu nähen für Altenheime, für Pflegeheime und für sonstige Anwendungen, wo derzeit eben nichts von oben her verfügbar ist. Wir schalten hier hinzu auch das Thema der Desinfektionsmittel. Ich habe heute früh eine Telefonschalte mit Landräten gehabt. Wir werden in den nächsten Tagen, vielleicht schon morgen, vielleicht schon übermorgen, die Produktionskette ist aufgebaut, jedem Landratsamt pro Tag 1000 Liter Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen, das wir übers THW rausbringen lassen. Das sind dann 100 Tonnen am Tag an Desinfektionsmitteln, um den Engpass an dieser Stelle zu beseitigen und auch die Geschäftemacherei an der Stelle etwas einzudämmen, weil hier mittlerweile Mondscheinpreise teilweise von dubiosen Leuten verlangt werden, damit man an diese Mittel überhaupt noch rankommt. Wir produzieren die jetzt großindustriell mit Partnern, die hier auch wieder umgeswitcht haben. Parallel läuft ja auch das Thema über die Apotheken mit Brennereien, also alle Wege werden beschritten, um hier zum Ziel zu kommen. Wir sind auch dran, einen Corona-Schnelltest zu entwickeln mit bayerischen Firmen. Und ich hatte soeben ein Gespräch und die Aussicht ist jetzt, dass wir bis Anfang Mai ausreichend Geräte haben, um in großer Zahl im Schnelltestverfahren wirklich Corona-Infizierte ja positiv oder negativ festzustellen, mit einer Zeit von wenigen Minuten, um sagen zu können, positiv oder negativ, nicht mehr im Stundenwartebereich oder gar im Tagewartebereich, sondern nach wenigen Minuten wäre das einsetzbar. Wenn wir diesen Durchbruch schaffen, hier alle Kräfte bündeln, dann wäre das eine Riesensache, die international Vorbildfunktion hätte. Also kein Land der Welt ist bisher so weit, dass sie sowas auch nur annähernd anbieten könnten. Und abschließend noch das Thema der Kurzarbeit. Auch das ist sehr wichtig. Das war der Wunsch aus Bayern, ja, dass die Kurzarbeiter hinzuverdienen dürfen. Das funktioniert jetzt und ich habe auch schon sehr viele positive Rückmeldungen, dass sich diese Leute dann auch bei anderen Engpassberufen und Branchen bewerben. Ein Gartenbaubetrieb hat gesagt, auf eine Anzeige hin hat er 10 Bewerbungen bekommen. Früher hat er auf 10 Anzeigen hin 0 Bewerbungen bekommen. Also die Leute sind jetzt auch tatkräftig genug, hier anzupacken, hier dorthin zu langen, wo es nötig ist. Und genau das soll meine Botschaft sein, liebe Bürgerinnen und Bürger von Bayern. Packt an, wo ihr gebraucht werdet. Das System funktioniert. Das System funktioniert aber nur dann, wenn jeder in diesem Räderwerk seine Rolle spielt. Es ist die Finanzversorgung jetzt gesichert, teilweise mit Maßnahmen, die es früher nicht gab. Wir sind sehr pragmatisch jetzt in der Umsetzung von Engpassproblemen und wir sind an der Seite der Bürger, wenn es darum geht, jetzt auch Bürokratie zur Seite zu räumen, die vielleicht in den letzten Jahren ins Kraut gewachsen ist und jetzt uns im Wege steht. Aber wir kommen durch dieses Dickicht durch und sind auf sehr gutem Wege. Jetzt hoffen wir, dass sich die medizinischen Zahlen in die richtige Richtung bewegen und die Menschen weiterhin vernünftig genug sind, Infektionen nicht weiterzutragen. Die bayerische Wirtschaft steht. Ich danke Ihnen allen, die hier mitwirken und kann Ihnen versichern, bis auf Weiteres funktioniert die bayerische Wirtschaft. Die Versorgung ist gesichert. Dankeschön.
Innenminister Joachim Herrmann. Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte mich zunächst sehr herzlich bedanken bei allen, die in den letzten Tagen an der Durchführung der Kommunalwahlen, der Stichwahlen zu den Kommunalwahlen in Bayern mitgewirkt haben. Uns waren diese Wahlen sehr, sehr wichtig. Zum einen, es ist wichtig, dass auch in Krisenzeiten die Demokratie keine Pause hat, sondern dass wir Wahlen, die anstehen, durchführen. Die Demokratie wird nicht außer Kraft gesetzt, sondern sie stärkt uns. Und nun haben wir Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, Landrätinnen und Landräte, die ein klares Wählervotum im Rücken haben und mit dem jetzt auch die notwendigen schwierigen Entscheidungen in den nächsten Wochen und Monaten mutig treffen können. Organisatorisch waren diese Stichwahlen für alle betroffenen Kommunen natürlich eine große Herausforderung, denn es ist ja erst jetzt heute genau vor 14 Tagen gewesen, dass wir die Entscheidung getroffen haben, dass diese Stichwahlen ausschließlich als Briefwahl stattfinden. Darauf war keine Kommune in Bayern vorher vorbereitet. Aber ich denke, es ist schon wieder ein herausragendes Beispiel der Leistungskraft freistaatlicher und kommunaler Verwaltung in Bayern, dass es innerhalb dieses kurzen Zeitraums geschultert wurde. Deshalb herzlichen Dank auch übrigens an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Post, die es geschafft haben, von Samstagabend bis Sonntagnachmittag dann in der Tat alle Wahlbriefe in die Rathäuser zu befördern. Wie richtig und wichtig unsere Entscheidung für die allgemeine Briefwahl war, zeigt sich auch daran, dass in nahezu allen Kommunen die Wahlbeteiligung bei den Stichwahlen noch einmal gestiegen ist gegenüber der Hauptwahl. Das ist eine völlige Verkehrung dessen, was wir aus früheren Jahren, aus langjährigen Erfahrungen wissen. In der Vergangenheit war es fast immer so, dass die Wahlbeteiligung bei Stichwahlen niedriger war als bei der vorangegangenen Hauptwahl. Das heißt, wir haben jetzt mit diesen Briefwahlen ermöglicht, dass in der Tat mehr Menschen sich noch einmal entschieden haben, an diesen Wahlen auch teilzunehmen. Ich will nur einige wenige Beispiele sagen. In Nürnberg ist die Wahlbeteiligung auf 51,6% gestiegen. Das waren 4,5% mehr als bei der Hauptwahl 14 Tage zuvor. In Augsburg waren es 48,2%. Das waren 2,9% mehr. In Ingolstadt 57,6%. Das waren 11,9% mehr als 14 Tage zuvor. Also ein klares Votum auch der Bürgerinnen und Bürger, dass sie genau diese Briefwahl auch für richtig empfunden haben. Zweites Stichwort, der Vollzug der Ausgangsbeschränkungen, des Verbots von Ladengeschäften, von Gastronomie. Die Bayerische Polizei hat allein am vergangenen Samstag und am Sonntag in der Summe rund 50.000 Kontrollen in Bayern durchgeführt. 29.000, 30.000 etwa am Samstag und 20.000 am Sonntag. Es hat dabei am Samstag über 7.000 und am Sonntag nochmal 1.800 Verstöße festzustellen gegeben. Ahndungen wurden am Samstag 2.200 und am Sonntag 1.000 hier entsprechend eingeleitet. Das bedeutet, wenn man das in der Gesamtheit betrachtet, auch wenn diese Zahlen zunächst einmal auf den ersten Blick relativ hoch empfinden, ich kann da aus der langjährigen Erfahrung als Innenminister sagen, das muss man in Relation setzen, wenn beispielsweise wie viele Tausende von Verstößen beispielsweise gegen Tempolimits auf Bayern Straßen die Polizei jeden Tag, jedes Wochenende, sonst das ganze Jahr über durchnimmt. Also wenn man sieht, wir sind ein Volk mit 13 Millionen Einwohnern, dann summiert sich das eben zu einer Reihe von Verstößen. Unsere Wahrnehmung ist, die allermeisten unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger beachten auch jetzt diese Ausgangsbeschränkungen, beachten das, was es an strikten Verboten gibt, verhalten sich sehr vernünftig und verantwortungsbewusst. Leider gibt es einige wenige, wie wir das leider aus anderen Themenbereichen auch kennen, die sich verantwortungslos und rücksichtslos verhalten. Und denen muss die Polizei entsprechend klar Einhalt gebieten. Deshalb haben wir auch übers Wochenende die Polizeieinsätze weiter
verstärkt. Und wir werden das auch weiter tun. Das ist gleichzeitig am Wochenende auch einfach durch die Witterung ein Unterschied war, dass am Sonntag dann wesentlich weniger wieder die Natur aufgesucht haben, sich in der Öffentlichkeit aufgehalten haben als am Samstag, war sicherlich auch witterungsbedingt. Wir werden das genau im Auge behalten. Ich kann nur erneut appellieren, das ist alles ja nicht ein Selbstzweck irgendeiner Art. Es geschieht ausschließlich im Interesse der Gesundheit der Menschen und möglichst weitere Menschen davor zu bewahren, dass sie jetzt angesteckt werden und dass wir insgesamt die Zahl der Infektionen in Grenzen halten, sodass diejenigen, die wirklich krank werden, auch in unserem Gesundheitssystem, in unseren Krankenhäusern gut versorgt werden können. Deshalb vielen Dank an alle, die sich verantwortungsbewusst verhalten. Den anderen werden wir auch immer wieder ein bisschen auf die Finger klopfen. Alles Gute. Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Und leider ist die Lage weiterhin ernst. Und deswegen ist es notwendig, diese Maßnahmen eben auch zu verlängern. Und ich danke allen, die mithelfen und mitwirken. Und danke auch denen, die die letzten Tage schon so vorbildlich sich verhalten haben und hier sich auch entsprechend mit eingebracht haben. Wir haben die letzten Tage auch genutzt, noch mal einiges strukturell auf den Weg zu bringen, um die Versorgung der Patienten bestmöglich hinzubekommen. Das heißt eben auch, dass wir 26 ärztliche Leiter entschieden haben, die entsprechend auf der Ebene der Rettungszweckverbände tätig werden und vor Ort koordinieren, welches Krankenhaus Schwerpunktkrankenhaus für Covid-Patienten wird. Die koordinieren, welche Reha-Einrichtung benötigt wird, wie die anderen Krankenhäuser zusammenarbeiten, die entsprechend, wenn die Patientenzahlen höher werden, auch mit anderen dann in Kontakt treten und schauen, dass die verlegt werden können. Diese 26 ärztlichen Leiter, mit denen wir auch schon jetzt mehrfach in Kontakt waren, sind vor Ort die Ansprechpartner auch für die Katastrophenschutzleute, für die Führungsgruppe Katastrophenschutz, sodass das wirklich Hand in Hand miteinander vor Ort verschränkt ist, um hier bestmöglich vor Ort die Versorgung aufstellen zu können. Diese 26 ärztlichen Leiter haben auch die Befugnis, dass sie eben entsprechend auf Kapazitäten auch in dem Reha- und Privatklinikbereich und eben alle kommunalen Häuser auch mit zugreifen zu können, um hier wirklich vor Ort dann entsprechend die Patienten auch verteilen zu können. Ich danke allen Kliniken, die jetzt schon vorbildlich dafür gesorgt haben, dass freie Betten da sind. Und wir haben uns auf Bundesebene auch eingesetzt dafür, dass es entsprechend eine Vergütung gibt für diejenigen, die eben dann die Betten frei halten. Wir konnten auch erreichen von bayerischer Seite, dass auch die Reha-Kliniken dabei mit bedacht werden, obwohl ich mir bewusst bin, dass da die Vergütung noch nicht ausreichend ist und wir hier das weiter auf dem Schirm haben. Wir brauchen auch diese Kapazitäten. Die brauchen wir, wenn es auch darum geht, dass wir zum Beispiel eben die Patienten, die auch sonst ja versorgt werden müssen, die nicht Corona-Patienten sind, aber trotzdem eine Versorgung benötigen, dass dann auch die Möglichkeit da ist, zum Beispiel in Reha-Einrichtungen hier Versorgung sicherzustellen oder wenn ein besonders Ausbruch in einem Altenheim ist, dass man hier dann überlegt, ob die Pflegebedürftigen in der Einrichtung bleiben können oder eben vielleicht auch isoliert werden müssen und dann entsprechend vielleicht eben auch in einem Reha-Klinik ausgelagert werden müssten. Und gleichzeitig sind die Reha-Einrichtungen dann auch mitgedacht, wenn wir eben auch diese Hilfskrankenhäuser mit installieren wollen, dass wir da auch diese Gebäudlichkeiten oder aufgelassene Krankenhäuser, also Krankenhäuser, die vielleicht kürzlich erst bis vor kurzem in der Versorgung der Patienten dabei waren, aber jetzt nicht mehr genutzt werden, dass wir auch hier diese Möglichkeiten nutzen. Wir haben deswegen auch diesen ärztlichen Leitern aufgegeben, sich zeitnah darum zu kümmern, welche Hilfsmöglichkeiten für Krankenhäuser eben auch noch mit da sind. Gleichzeitig, das ist die stationäre Versorgung, wo wir hier diese Entscheidungen getroffen haben und in Umsetzung gebracht haben,
Gleichzeitig haben wir aber auch im niedergelassenen Bereich uns gekümmert. Und es ist so, dass eben der Oberbürgermeister, der Landrat vor Ort einen Versorgungsarzt bestimmt. Und dieser Arzt ist dann der Ansprechpartner dafür, dass auch im niedergelassenen Bereich die Versorgung für die Patienten gut stattfinden kann. Diesem Versorgungsarzt ist es so, dass dann entsprechend auch die Kassenärztliche Vereinigung und der Ärztliche Kreisverband vor Ort mit zuarbeitet und mit dazu hilft, dass es eben hier gut funktionieren kann, dass eben auch weiter eine ärztliche Versorgung im niedergelassenen Bereich auch für die Seniorenheime da ist oder dass es Schwerpunktpraxen gibt, zum Beispiel auch für Corona-Patienten. Des Weiteren ist es so, dass wir auch für die Senioren- und Altenheime hier nochmal einen besonderen Augenmerk drauf richten und hier eben sie noch mehr unterstützen wollen, wenn eben ein hier Patienten oder Bewohner positiv getestet werden, dass wir mit unserer Taskforce Infektiologie, dass wir die personell noch mal aufstocken, um hier dann vor Ort auch mithelfen zu können, welche Entscheidungen notwendig sind, ob die Bewohner im Seniorenheim in der Einrichtung isoliert werden können, ob sie woanders hin müssen und wie das dann eben auch am besten geschieht, damit die Infektion auch in so einem Seniorenheim möglichst unterbrochen werden kann. Diese Unterbrechung der Infektketten ist eines der maßgeblichen Dinge. Deswegen ist es auch so notwendig, dass wir hier die Gesundheitsämter vor Ort noch mal unterstützen und stützen. Dieses Nachverfolgen, welche Person war in Kontakt mit jemandem, der positiv geworden ist, dass man hier auch noch mal neben dem, was an Ausgangsbeschränkungen schon da ist, aber dann noch mal spezieller häuslich isoliert, dass derjenige dann noch mal gut mit aufpasst, eben nicht weitere Menschen anzustecken. Das ist mit entscheidend, dass wir hier die Infektketten möglichst unterbrechen. Und das ist das, wieso wir eben auch hier die Unterstützung benötigen. 800 Personen haben wir schon bekommen. Dankeschön an alle, die hier schon Personal für uns zur Verfügung gestellt haben. Aber das soll eben noch weiter aufgebaut werden, um eben so Tracking-Teams gründen zu können, um vor Ort dann entsprechend das auch gut noch weiter unterstützen zu können. Ich kann nur sagen, es ist wichtig, die Maßnahmen fortzufahren und gleichzeitig eben hier auch weiter uns zu kümmern, was das Thema Material betrifft, was das Thema Personal auch betrifft, um hier dann eben auch, wenn weitere Situationen kommen, wo wir entscheiden müssen, wie eben auch die Patienten gut versorgt werden können, dass diejenigen, die sich kümmern, dann auch gut ausgerüstet sind. Ich danke allen, auch der Bundesebene, die hier entscheidend sich mit einbringt und wo wir im guten Austausch auch sind. Wir werden weiter drauf schauen, dass wir das gut koordinieren, dass wir hier die Entscheidungen auch treffen und voranbringen. Und ich danke aber allen, die jetzt schon mithelfen. Wir haben ja an den Hotspots in der nördlichen Oberpfalz und auch in südlichen Bayern schon viele, viele Menschen in der Versorgung, Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, die jetzt schon viel, viel leisten und in vielen anderen Kliniken Bayerns auch. Ein herzliches Dankeschön an Sie und auch an alle, die jetzt schon im öffentlichen Gesundheitsdienst mithelfen, mitarbeiten, aber auch an jeden einzelnen Bürger, der hier mithilft, indem er die Maßnahmen, die Ausgangsbeschränkungen auch umsetzt. Klar ist es möglich, mal dazwischen nach draußen zu gehen und zu spazieren, aber es geht darum, dass man eben nicht in einer größeren Personenanzahl unterwegs ist. Es geht eben darum, dass man möglichst sich zu Hause aufhält. Und in diesem Sinne, bitte machen Sie weiter mit. Vielen Dank, die es bisher schon unterstützt haben. Wir kommen zu den Fragen. Das Prozedere ist mittlerweile bekannt. Die Fragen der Journalisten werden von außen gestellt. Die erste kommt von Christoph Trost, dpa, richtet sich an den Ministerpräsidenten. Ich trage wörtlich vor. Nach der jüngst von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger losgetretenen Diskussion über ein Ende der Ausgangsbeschränkungen herrscht nun wieder in der Staatsregierung ein einheitliches Meinungsbild. Und die zweite Frage geht in Richtung Nachbarland Österreich. Kanzler Sebastian Kurz hat verkündet, ab Mittwoch soll eine Schutzmaskenpflicht gelten, zunächst nur in Supermärkten, ob das auch in Bayern zu erwarten sei.
Also erstmal, es gab nie eine echte Differenz, ich glaube, so kann man das sagen, dass der Wirtschaftsminister sich natürlich Sorgen um die Wirtschaft macht und darüber nachdenkt, wie die Zeitachsen sind und auch die Sorge, das kann man ja ganz offen sagen, die Wirtschaft ist in tiefer Sorge, deswegen werden wir heute nochmal mit Olaf Scholz beraten, wie wir auch die Kreditlinien und die Möglichkeiten neben der Soforthilfe, die wir nochmal verstärkt haben und die auch gut läuft, wie wir das nochmal verbessern können, noch abstellen können auf den bayerischen Mittelstand, dass es selbstverständlich ist, aber wir waren uns jetzt auch bei dem ganzen Thema Ausgangsbeschränkung komplett einer Meinung, wir haben das sofort abgestimmt, da auch nochmal ganz herzlichen Dank. Das Zweite, was jetzt Österreich betrifft, Österreich ist ja eine Zeit deutlich voraus bei uns, was die Infektion, das Infektionsgeschehen betrifft. Derzeit ist das nicht geplant. Ich gebe aber zu, ich habe gerade noch mal mit Winfried Kretschmann geredet, uns beschäftigt der Gedanke ehrlich gesagt auch. Ich schließe nicht aus, dass das irgendwann in Deutschland auch eine denkbare Möglichkeit ist. Viele machen das ja bereits jetzt schon. Es hängt aber davon ab, welche Schutzmasken insgesamt in Deutschland sind. Wir müssen noch mal viel eindringlicher, darum haben wir das gesagt, die Maskenproduktion hochfahren, damit möglichst viele Masken da sind, damit eine Versorgung ist. Derzeit ist es nicht geplant, das zu tun. Wir erleben in den Supermärkten im Moment jedenfalls entsprechende Sensibilität, was die Abstände betrifft. Wir erleben auch, was den Schutz betrifft. Eine Bitte hätte ich aber schon noch. Mir macht da eher Gedanken noch der ein oder andere Arbeitgeber. Wir bitten noch mal ganz eindringlich, dass die Arbeitgeber dort wirklich noch darauf achten, dass wo immer möglich der Abstand gewahrt wird. Das ist für die Bürgerinnen und Bürger wirklich wichtig, weil sie einerseits draußen den Abstand einhalten sollen, und bei der Arbeit manchmal skeptisch sind, ob das funktioniert. Deswegen da nochmal alles an Kreativität nutzen, um das da entsprechend voranzubringen. Und derzeit sind keine weiteren Verschärfungen geplant. Die nächste Frage richtet sich an die Gesundheitsministerin. Oder gleich zwei Fragen dann. Einmal dpa und dann Roland Englisch, Nürnberger Nachrichten. Wie viele Corona-Infizierte sind derzeit in Bayern in Intensivbehandlung? Entspricht das der international häufig genannten Quote von etwa 5% der registrierten Infizierten, die Intensivbehandlung benötigen? Und wie viele freie Intensivbetten gibt es noch in Bayern? Und dazu auch gleich noch die Frage, wie ausgelastet sind die Kliniken mit Covid-19-Intensivpatienten? In München soll es bereits Engpässe geben. Es ist im Moment so tagesaktuell, dass wir ja diese 14.437 Fälle bayernweit haben und dass davon stationär 2.059 Personen sind und davon 551 auf Intensivstationen hier entsprechend mit dabei sind. Die Bettenkapazitäten stellen sich so dar, dass im Moment nach wie vor freie Plätze in ganz Bayern da sind. Aber das ist regional, wenn ich jetzt auch in den Bereich Rosenheim denke, ist durchaus das eine oder andere schon an Engpässen gibt, wo es eben dann auch notwendig ist zu gucken, was kann man und wie kann man verlagern. Aber dass wir ganz bayernweit nach wie vor weitere Kapazitäten haben und das ist ja auch das, was diese ärztlichen Leiter vor Ort dann entsprechend auch tun und sich gemeinsam absprechen. Wenn ich das noch ergänzen darf, es ist tatsächlich so, also gerade bei München haben wir schon daran gearbeitet, das System mit den Unikliniken zu verstärken. Das ist sozusagen die erste Stufe. Erste Stufe sind die Unikliniken dort. Das haben wir übrigens auch in Tirschenreuth gemacht. Auch da haben wir alle Kapazitäten genutzt. Der Innenminister übrigens, in der Frage läuft es mehr über den Notfallplan, ist da auch regelmäßig da und vor Ort. Wir verstärken das jetzt. Wir werden es auch in Rosenheim so machen. Die haben nämlich ihre Kapazitätsgrenze jetzt in Intensivbetten erreicht. Neben mehr Ärzten, mehr Material, mehr Tests, mehr Personal wird jetzt auch nochmal ganz bewusst auch hier die Verlagerung bereits überlegt. Was wichtig ist, dass die Patienten sich darauf zu 100% verlassen können, dass entsprechende Rettungsfahrzeuge sind, die die Verlegung machen, die entsprechend atemtechnisch, was die Beatmung betrifft, auf dem Stand sind, den sie dringend brauchen und wir das verteilen können. Irgendwann wird man in Deutschland überlegen müssen, wir besprechen es bereits auf Bundesebene, wie wir insgesamt in Deutschland diese Verbindung auch schaffen können. Denn es ist erkennbar, dass einige Bundesländer wie Bayern oder Baden-Württemberg stärker betroffen sind. Andere Bundesländer zum Glück, kann man ausdrücklich sagen, noch nicht. Deswegen muss man auch überlegen, wie man diese entsprechenden Dinge noch optimiert und verbessert. Im Moment ist es so, München, die entsprechenden Gebiete, Tirschenreuth war auch so, ist eben so, brauchen Unterstützung, die bekommen sie auch. Das läuft auf die entsprechenden Strukturen vor Ort oder, wenn ich das sagen darf, sogar per SMS. Wir sind da jeder rund um die Uhr erreichbar. Die nächste Frage geht an den Wirtschaftsminister. Von Roland Englisch.
Steht das tatsächlich fest mit den Schnelltests bis Anfang Mai und wie viele Tests sind dann am Tag möglich? Also ich habe heute das Gespräch geführt mit Experten und mit den Herstellern und wir haben jetzt die Zeitachse so aufgesetzt, dass nach jetziger Einschätzung in der ersten Maihälfte die Geräte so weit fertig sind, dass wir zehntausende Tests pro Tag machen können. Ich darf nur eins ergänzen, da bin ich dem Hubert Aiwanger, möchte das an der Stelle auch mal sagen, persönlich sehr dankbar, der ist auch rund um die Uhr im Einsatz, was jetzt Ideen betrifft, auch mal außerhalb den Strukturen zu denken. Also wir haben ja sehr viele Politiker, denken sehr in Strukturen, das ist wichtig, manche denken auch etwas breiter, was der Hubert an der Stelle da mal persönlich danke für sein Engagement. Was nur wichtig ist, dass da keiner falscher Eindruck entsteht. Alles, was wir machen, muss natürlich dem Level entsprechen, das medizinisch erfordert ist. Das heißt, wir werden weder bei der Maskenproduktion noch bei anderen Fragen wie Tests oder anderen Fragen Desinfektion irgendwelche Standards verletzen. Ganz im Gegenteil, wir halten alle ein, was wir uns mal nur wünschen würden, dass die Verfahren, die es so gibt, schneller sind. Ich will dazu noch ein Beispiel nennen. Da bin ich jetzt auch der Gesundheitsministerin dankbar. Letzte Woche kam die Nachricht, dass genau in dieser Phase der medizinische Dienst der Krankenkassen seine Standardprüfungen macht, wo die Krankenhäuser dann Personal abstellen müssten. Wir sind sehr dankbar, dass das jetzt verschoben wurde. Denn wenn der Staat Steuerprüfungen verschiebt, wenn der Staat entsprechend seine Maßnahmen macht, sollten alle genau in der gleichen Denke quasi mitarbeiten. Das heißt, wir hoffen sehr, dass sowohl bei Maskenproduktion als auch bei Schnelltests am Ende oder Atemgeräten, auch da wird über Alternativen ja in unserem Land nachgedacht, dass wir so eine Art Notfallproduktionsgeschwindigkeit bekommen. Das heißt nicht nur, dass wir vorhandene Kapazität nutzen, deswegen freut mich das, wenn Siemens und BMW zum Beispiel unsere großen bayerischen Player mithelfen und auch sich bereit erklären, was zu machen, sondern dass wir auch insgesamt auf staatlicher Seite überlegen, all diese Verfahren mit einer erhöhten Geschwindigkeit zu belegen. Und wenn dann Verfahren, die im Test sind, schneller passieren müssen, dann muss man das Personal dort auch verstärken, dass entsprechend gearbeitet wird. Das ist ganz entscheidend. Geschwindigkeit ist hier ein deutlich höherer Faktor, als wir ihn je zuvor hatten. Die nächste Frage kommt von Alexander Kein, Passauer Neue Presse. Richtet sich auch an den Wirtschaftsminister. Wie erfolgreich sind die bayerischen Beschaffungsmaßnahmen, was Masken und Anzüge angeht? Ist zu befürchten, dass dadurch künstliche Konkurrenz zu anderen, weniger leistungsfähigen Unternehmen aufgebaut wird? Und warum es nicht eine zentrale EU-Beschaffung gibt? Und ob die USA, ob ich stimme, dass die USA sehr aggressiv einkauften im Moment? Also momentan wird auf allen Ebenen gearbeitet, vom Privatkontakt national und international bis hin zur Landesebene, bis hin zur Bundesebene. Und bis hin zur Europaebene, also alle Kanäle werden beschritten. Wir merken momentan, dass sich China etwas öffnet, dass wir von dort eventuell wieder etwas mehr Ware bekommen. Hier ist auch der Bund dahinter auf oberster Ebene, dort Zulieferungen zu bekommen. Auch unsere angekündigte und schon laufende Eigenproduktion scheint Türen zu öffnen, nach dem Motto, wenn wir jetzt nicht liefern, machen die das in 4 Wochen selber und kaufen nichts mehr. Trotzdem sind wir eben für jede Ware dankbar, die wir hier herbekommen. Und die Konkurrenz ist nicht da. Ich will nur Geschäfte machen, teilweise auch Konkurrenz machen mit dem Beispiel der Desinfektionsmittel. Wenn wir das großindustriell zu günstigen Preisen den Arztpraxen, den Landratsämtern, den Kreiskrankenhäusern zur Verfügung stellen können, ja, dann sind die nicht angewiesen, viel Geld für andere auszugeben oder am Ende eben die Mittel nicht zu haben. Also in der Stunde tut jeder, was er tun kann, aber trotzdem mit der nötigen Solidarität. Also ich will hier weder andere Bundesländer übervorteilen, im Gegenteil. Wir brauchen uns sehr schnell wieder alle, auch national wie international, wenn es dann um neue Gerätschaften geht. Plötzlich ist doch nötig, dass man die Bauteile vom Nachbarland wiederbekommt. Also wer heute zu egoistisch auftritt, bekommt auch morgen das Bauteil nicht, um übermorgen die Maschine fertig zu haben. Das muss also alles Hand in Hand mit gesundem Menschenverstand funktionieren. Ja, und ich darf das noch ergänzen. Also natürlich herrscht eine gewisse Wildwest-Mentalität im Moment. Das kann man daran sehen, was täglich für Angebote kommen. Täglich kennt irgendeiner irgendeinen, der irgendwelche Masken entweder gelagert hätte oder sofort gegen so entsprechende Anzahlungen liefern könnte. Wir müssen schauen, dass wir diese gesamten Aktivitäten in eine einheitliche Struktur bringen. Daran sind wir jetzt dran. Es geht damit los, dass wir unsere eigenen Lagerkapazitäten besser organisiert haben, zu wissen, wo ist was wann. Was kommt rein, was geht raus, von wem kommt es rein und an wen geht es dann entsprechend aus? An die Ärzte beispielsweise, an die KVs, an die Krankenhäuser, auch speziell andere Kapazitäten an Altenheime.
Zweitens, diese Maßnahmen werden gesichert, Herr Kain. Es ist ganz wichtig, sie werden gesichert mit der Polizei jetzt. Damit da nicht, wie wir unlängst irgendwo erlebt haben, war ja im Ausland dann zwar der Fall, aber wir haben das schon häufig gehört, dass irgendwelche Container oder Dinge nicht angekommen sind. Also es wird gesichert. Und zwar von der Polizei, die es am besten kann und da sinnvollsten strukturiert. Und drittens, wir werden auch dafür sorgen, dass entsprechend bei kriminellen Verstößen auch die Kriminalpolizei stärker dahinter ist, zu überlegen, was an Betrügereien da stattfindet. So. Und das vierte, wir müssen es national organisieren. Da hat es jetzt am Wochenende zwei Schaltkonferenzen gegeben, dem Bund sehr dankbar, der Kanzlerin, aber auch Jens Spahn, die das jetzt auch sehr strukturieren, weil es hilft uns nichts. Wir sind im Moment stärker betroffen, wir brauchen mehr, andere brauchen aber auch Masken, deswegen bringen auch wir uns solidarisch ein. Also das Engagement beispielsweise bei Siemens, wenn ich das sagen darf, auch mit meinen Telefonaten mit Herrn Käser, die ich sehr danke, das wird eine Lieferung sein an Masken, die Siemens ordert, die für ganz Deutschland dann gelten, wo wir natürlich auch stark dabei sind als Bayern, aber die für ganz Deutschland ist. Es wird am Ende nicht mit einer Mentalität, rette sich, wer kann, funktionieren, sondern wir müssen es sauber strukturiert machen. Nur so werden wir erfolgreich sein. Wir versuchen auch jedes Mal einen Beitrag dazu zu bringen. All die Bereiche, die gemacht werden, sind das. Und im Einzelfall, kann man sagen, sind wir ein Stück weit vielleicht nicht vorbildlich, aber haben wir da schon Akzente gesetzt, ob das jetzt Maskenproduktion ist oder auch allein das Desinfektionsmittel, muss man mal sagen. Da wird einfach klug nachgedacht, was man machen kann. Und das sind ja alles bayerische Kapazitäten, die dann in Bayern auch entsprechend zur Geltung kommen. Zwei Fragen von IVLL, Bayerischer Rundfunk. Zum Aufbau der Hilfskrankenhäuser zunächst in Bayern. Wann sollen die einsatzbereit sein und wo, in welchen Orten? Und weshalb immer von Masken gesprochen werde, aber wie es auch um die Versorgung der Hausärzte mit Schutzanzügen stünde. Und dann noch eine Frage, möglicherweise an den Innenminister, zu den Ankerzentren. In denen zwei Ankerzentren sind Corona-Fälle aufgetreten. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um eine Ausbreitung in den Einrichtungen zu verhindern, in denen sehr viele Menschen auf engem Raum zusammenleben und Gemeinschaftseinrichtungen wie Kantine oder Dusche nützen? Was die Hilfskrankenhäuser betrifft, so haben wir mit dem Innenministerium zusammen eine Anforderung sozusagen an die ärztlichen Leiter weitergegeben, wie eben die ärztlichen Leiter jetzt vor Ort, die 26, die wir in Bayern haben, sich für ihre Region aufstellen können. Das heißt, es ist im Moment jetzt noch nicht sofort jeder Standort schon festgelegt, sondern die sollen jetzt im Laufe dieser Woche eben entsprechende Konzepte uns vorlegen. Dabei kann es eben sein, wie wenn ich jetzt zum Beispiel an Lichtenfels denke, da gibt es ein neues Krankenhaus, aber daneben ist das bisherige Krankenhaus nach wie vor im Bestand da, sodass man das sehr schnell wieder reaktivieren kann, um hier Strukturen zu schaffen. Man braucht quasi nur Wasser und Strom wieder anzuschließen und Betten reinzustellen und das kann recht schnell wieder reaktiviert werden. Es gibt andere Regionen, da ist es notwendig, dass man wirklich sich auch Gedanken macht, muss ich da auch vielleicht im Containerstil etwas hinstellen. Also das heißt, jede Region ist jetzt beauftragt, hier sich ein Konzept uns vorzulegen, möglichst diese Woche noch, dass dann das auch sehr zügig aufgebaut werden kann. Und das ist auch dringend, weil wir eben diese Hilfskrankenhäuser einfach in Betto haben müssen. Es kann aber auch sein, dass wir sagen, dass es in dem Reha-Bereich sehr stark noch mitgenutzt werden kann. Wir haben ja Regionen in Bayern, da gibt es sehr, sehr viele Reha-Einrichtungen. Dann ist vielleicht eben ein Hilfskrankenhaus nicht direkt notwendig, sondern man kann verstärkt auf diese Reha-Einrichtungen zurückgreifen. Deswegen notwendig, dezentral vor Ort die Dinge genau anzuschauen, Konzept uns zu bringen diese Woche und dann es auch in die Umsetzung zu bringen. Was die Schutzmasken und Kittelausstattung der Hausärzte betrifft, so war mit dem Bund vereinbart, dass entsprechend die Bundesmittel, die es gibt, dieses Material, dass es eben an die Kassenärztliche Vereinigung geht und dass das von dort aus dann verteilt wird. Wir haben inzwischen mit der Kassenärztlichen Vereinigung aber vereinbart, dass wir das zusammenfassen werden, dass weiterhin die Kontingente selbstverständlich für die niedergelassenen Ärzte auch angedacht sind, aber dass wir das Lager zumindest besser zentralisieren, sodass die Materialien, die vom Bund ankommen, nicht an verschiedenste Adressen verteilt werden müssen, sondern in Bayern an eine Adresse gehen können und von dort aus dann eben auch weiter beliefert werden können. Aber der bisherige Weg ist, der Bund gibt der Kassenärztlichen Vereinigung und die verteilt entsprechend an die niedergelassenen Ärzte. Zu den Ankerzentren der Innenminister. Wir haben
in mehreren Ankereinrichtungen in den letzten Wochen den ein oder anderen Corona-Fall feststellen müssen. Wir stellen das fest, weil wir auch kontinuierlich hier Proben nehmen, entsprechend Tests durchführen. Es werden ausnahmslos alle, die neu ankommen, in Bayern getestet. Diese Neuankunft ist aber in den letzten Wochen ja merklich zurückgegangen, auch aufgrund der strengen Grenzkontrollen und natürlich des Infektionsgeschehens auch in anderen europäischen Ländern mit den dortig getroffenen Maßnahmen. Wir hatten schon in der vorvergangenen Woche, über eine ganze Woche nur noch knapp über 100 neue Ankömmlinge und Flüchtlinge. Und diese deutliche Reduzierung hat dazu geführt, dass wir auch die durchschnittliche Belegung der Ankereinrichtungen in den letzten Wochen zurückführen konnten, sodass insofern auch die Unterbringung der Flüchtlinge dort räumlich lockerer ist. Das heißt, die Durchschnittsbelegung in den Räumen einfach eine niedrigere ist. Dadurch werden auch die Infektionsgefahren reduziert. Klar ist, wenn ein solcher Fall auftritt, dann kommt die ganze Einrichtung zunächst mal unter Quarantäne. Wir hatten mehrere Fälle. Entsprechend gibt es jetzt aber schon wieder Einrichtungen, wo diese Situation mehr als 14 Tage her ist und die deshalb wieder aus der Quarantäne genommen werden konnten, weil keine weiteren Fälle aufgetreten sind. Und umgekehrt sind jetzt am Ende vergangener Woche 2 Einrichtungen neu in Quarantäne genommen. Insgesamt sind aber nach wie vor die Mehrzahl der Ankereinrichtungen aufnahmefähig. Das wechselt dann eben, je nachdem, wo Fälle aufgetreten sind, wie die Behandlung ist, wo die Quarantäne ist, wann die Quarantänezeit abläuft. Aber wir tun alles, auch für die Gesundheit der Menschen, die dort untergebracht werden. Die Mehrzahl, das will ich noch mal sagen, der Infizierten hat sich die Infektion ganz offensichtlich durch den Kontakt mit anderen Viruserkrankten in dem Umfeld der Einrichtungen in den jeweiligen Heimatorten hier in Bayern, dort wo die Ankereinrichtungen angesiedelt sind, ganz offensichtlich geholt. Die Anzahl derjenigen, die mit dem Virus in Bayern eingereist sind, hat sich nach unseren Feststellungen in den letzten Wochen nur bei weniger als einer Handvoll bewegt. Also es gehört zu dem Infektionsgeschehen in unserem Land insgesamt. Und wir tun alles dafür, dass hier genauso konsequent wie bei allen anderen gehandelt wird, dass hier Quarantäne beachtet wird. Und damit sind wir bislang insgesamt auch sehr erfolgreich. Wenn Sie bitte gleich da bleiben. Herr Innenminister, wir haben jetzt noch die Fragen zweier Medien. Die erste kommt von Jürgen Umlauf, der Neue Tag. Wie ist die konkrete Lage im Landkreis Tirschenreuth? Ab wann und in welchem Umfang kann dort mit den eben angekündigten Sonderhilfen gerechnet werden? Die Lage im Landkreis Tirschenreuth ist zweifellos schon hoch belastet. Wir haben dort ja Mitterteich als besonderen Schwerpunkt, was ich ja vor knapp 2 Wochen schon einmal besucht habe. Wir haben seitdem die Maßnahmen für die Region dort. Das ist insgesamt die integrierte Leitstelle Weiden, auch mit dem Großkrankenhaus in Weiden, das ich in der vergangenen Woche noch einmal besucht habe. Es wird dort wirklich am Limit gearbeitet. Es ist klarer, aber auch wir haben einerseits hier zusätzliche Beatmungsgeräte dort ja schon hingebracht, was die Versorgungsmöglichkeit deutlich verbessert hat. Auf der anderen Seite ist gewährleistet, dass selbstverständlich hier Patienten von dort, wenn tatsächlich das Klinikum niemand mehr weiter aufnehmen könnte, sofort in umliegende Krankenhäuser weiter transportiert werden. Wir haben nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge beispielsweise sowohl im Klinikum Amberg wie im Klinikum Regensburg sowohl Intensivbetten wie auch solche mit Beatmung in durchaus nennenswerter Zahl weiter zur Verfügung, sodass hier niemand Sorge haben muss. Ich betone das ausdrücklich, niemand Sorge haben muss, dass irgendjemand nicht mehr versorgt werden könnte. Wir haben in der weiteren Blickaufbau von Hilfskrankenhaus dort auch in der Region natürlich die Situation, was kann in 2 Wochen, was kann in 4 Wochen sein. Und deshalb wollen wir vorsorgen. Aber es muss sich gegenwärtig wirklich niemand darum sorgen, dass für ihn kein Bett mehr zur Verfügung stünde. Es kommt ja nicht darauf an, ob der in Weiden oder in Amberg ins Krankenhaus kommt. Es ist die ärztliche Hilfeleistung gewährleistet. Auch dort wird natürlich wie überall in Bayern nachgefragt, die nächsten Masken, die nächste Schutzausstattung. Da sind wir überall mit dran. Aber ich habe in dem Gespräch
Gespräch vergangene Woche, glaube ich, schon den Eindruck gewinnen können. Zum einen, es wird großartige Arbeit dort geleistet. Dafür sage ich auch nochmal ein herzliches Dankeschön allen in den Rettungsdiensten, die Krankenschwestern, die Pflege, die Ärzte. Es ist super, wie da gearbeitet wird. Aber wir können auch gewährleisten, es wird weiterhin auch dort die entsprechende Gesundheitsversorgung auf höchstem Niveau gewährleistet. Die letzte Frage von Lisa Schnell, Süddeutsche Zeitung. Was hält die Staatsregierung von dem Vorschlag von SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach, eine Bundesagentur zu gründen, die für die Herstellung von ausreichend Schutzkleidung in Bayern sorgt und sich um deren Verteilung kümmert? Also im Grunde genommen findet das ja bereits statt. Es findet da statt, die Beschaffungseinheiten werden voll optimiert. Das gilt für den Bund, der das Ganze jetzt macht, mit einer völlig neuen Struktur. Das gilt für Bayern, die wir das gemacht haben. Man muss ganz ehrlicherweise dazu sagen, im Gesundheitsministerium war man auf diese Situation quasi von der Menge her so nicht strukturell optimal vorbereitet. Deswegen haben wir das jetzt die letzten Tage gemeinsam massiv verstärkt. Nicht nur mit Personal, mit den Strukturen, mit den Abläufen, mit der Digitalisierung. Wobei ich sagen möchte, das ist THW, das da mitarbeitet, ganz hervorragend arbeitet. Daran liegt es nicht. Aber es braucht da klare, einheitliche Struktur. Das gilt übrigens für alle die Dinge. Also es braucht jetzt genau in der Krise, damit da kein Chaos entsteht, wenn Materialien eng werden, braucht es eine klare, einheitliche Struktur. Alle müssen gebündelt, alle müssen dann zusammenwirken. Die Räder müssen ineinander greifen und nicht irgendwie parallel alle fahren, um das zu erreichen. Ich habe den Eindruck, dass es bei uns jetzt auf einem ganz guten Weg ist. Auch Staatssekretär Eck kümmert sich persönlich sehr stark um das Thema Beschaffungswesen in Kooperation auch mit Hubert Aiwanger. Ich selber lasse mir täglich den Bestand geben von Masken, Schutzanzügen, Atemgeräten. Also das sind Dinge, die täglich abgeprüft werden, müssen auch, um das System zu etablieren, beispielsweise ob in Tirschenreuth, in Rosenheim, wo sind die entsprechenden Bedarfe, das zu machen. Das ist ein zentral, aber dezentral organisierter Zusammenschluss, wie er funktioniert. Ein letztes, was ich noch sagen wollte, was mir wichtig ist bei dem Thema nationale Beschaffung. Wichtig ist, dass parallel zu der Struktur, wie das geht, aber auch nochmal die Geschwindigkeit aller Behördengänge verändert wird. Also ich glaube zum Beispiel fest daran, dass wir am Ende natürlich mit mehr Masken rechnen müssen. Und zwar nicht nur bei den hochwertigsten Masken, also denen, die wir im Krankenhaus dringend brauchen, im OP oder in Betreuungseinrichtungen mit relevanten Corona-Fällen. Natürlich werden wir auch mehr Masken brauchen, und zwar in der Breite der Produktion. Da gibt es ja schon erste Ansätze, deutsche Unternehmen machen das. Je mehr wir da haben, desto mehr Möglichkeiten gibt es. Deswegen vielleicht auch nochmal mein Appell, insbesondere weniger in Supermärkten, sondern mehr bei Arbeitgebern dran zu denken, dass dort, wo in bestimmten Bereichen es unvermeidbar ist, ganz eng zusammen zu sein, dass auch Arbeitgeber selber überlegen, mit leichten Schutzmasken zu operieren. Auch das wäre in manchen Arbeitsprozessen ein gutes Signal. Dort, wo man ganz eng zusammen ist, könnte das nämlich ein wesentliches Signal sein, zu helfen und zu schützen. Der Supermarkt ist derjenige, wo der Abstand noch am leichtesten gewährleistet werden kann, von einem selbst wie draußen. Aber es wäre vielleicht wichtig, in besonders arbeitsintensiven Prozessen dort an der Stelle, das tun übrigens schon einige, vielleicht noch eine eigene Vorsorge zu treffen. Am Ende brauchen wir jedenfalls mehr Masken, und die müssen auch national und international beschafft werden. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die Pressekonferenz ist geschlossen. Alle weiteren Fragen werden selbstverständlich beantwortet noch. Danke. Vielen Dank.